lässt uns wie Idioten aussehen. Nicht gerade deine Glück. Jetzt war das Problem, dass halt keiner nachgekommen ist. Dadurch konnten wir mit keinem Target die Combo quasi aufrechterhalten. Wir müssen ein bisschen schneller arbeiten. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Wir machen es jetzt trotzdem nochmal. Weil ich mache im Moment kleinere Pausen zwischen den Schlägen, um mich neu zu orientieren, beziehungsweise um den Gegnern Zeit zu geben, aufzustehen. Wir versuchen es jetzt mal innerhalb eines Flusses quasi durchzubekommen. Vielleicht ist das das jetzt die Lösung. Dass wir einfach mal derbe auf die Fresse verteilen. Meine Theorie. Ich will diesen dritten Pokal haben, ey. Gibt's doch geil. Vor allen Dingen, da das hier eine sichere Trainingsumgebung ist. Das finde ich so geil an der ganzen Zeit. Du kannst hier rumprobieren, ohne dass du in irgendeiner Form Angst haben musst oder groß neu laden oder so. Scheiße. Wieder bei der 10 aufgehört. Was macht ihr denn hier? Seid ihr umgefallen oder was? Wir waren aber schon wieder bei 10. Also das könnte unter Umständen was sein. Ich denke, 15 ist wahrscheinlich hier fast das Maximum, was du rausholen kannst, ey. Mit 15er Combo wirst du wahrscheinlich alle Leute umhauen einfach. So, einmal noch. Scheiße, Mann, ich bin süchtig nach Trainingskämpfen. Wer hätte das gedacht? Das gibt's doch gar nicht. Gut ist, dass die Ladezeiten relativ gering sind. Finde ich persönlich sehr ansprechend. Scheiße, das haben wir jetzt versemmelt. Das ebenfalls. Den haben wir. Findest du nicht gut, ne? Okay, ich hab's versprochen. Dem widmen wir uns in einer der nächsten Folgen. Also nicht direkt jetzt, in einer zukünftigen Folge, sagen wir es mal so. Probieren wir mal diese... Was ist das hier? Kampfmedaillen. Was ist das hier? Intensives Training. Oje, oje, was ist das? Ist das diese 100-Mann-Sache? Weiter. Du wirst dir wünschen, zu Hause geblieben zu sein. Punktzahl, okay, verrückt. Den schalten wir aus. Und jetzt kommt eine neue Welle oder? Runde 1, okay. Weiter. Die Kombo wird noch gehalten, wenn es so golden glitzert. Das wusste ich gar nicht. Jetzt habe ich wieder was Neues rausgefunden. Das ist ja mal saugeil.
Da müssen wir gar nicht so rumspinnen. Da können wir quasi das Target auswählen. So, nächstes. Also quasi ein Survival-Match. Ihr werdet lachen, aber das Kämpfen, was wir eben gerade die ganze Zeit gemacht haben, hilft mir jetzt schon an dieser Stelle. Wieder nicht abwarten. Okay, das gibt einen K.O.-Schlag. 5000 Punkte diesmal. Weiter. Uiuiui. Einer mit Waffen. Wie der Typ mich getrollt hatte, indem er einfach nur neben mir steht und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er mich schlagen wird. Ich warte ja irgendwie darauf, dass wir hier noch Hunde oder sowas bekommen mal als Gegner. Die sind ja auch in im Moment. Zwar nicht bei Batman, aber bei anderen Spielen. Scheiße, eine 14er-Kombo gehabt. Und guck mal, wie viele Gegner ich brauche, um eine 14er-Kombo hinzubekommen. Den haben wir auch. Heftig. Wie gemein der doch ist, ey. Bane Headquarter. Okay. Variantenbonus, okay. Muss ein bisschen mehr Sachen einbauen wohl, damit wir höhere Punkte bekommen. Ach, wir haben es gar nicht geschafft. Machen wir nochmal. Gibt wohl nur bestimmte Anzahl an Runden. So. Machen wir hier mal schnell Batarangs und so ein Zeug, würde ich sagen. Er ist der Erste. Ich sollte mal in der Zweck. Willkommen. Ah, der ist noch da, der lebt noch. Der haben wir mit dem Batarang kaputt gemacht. Das ist ja geil. Also Batarang macht definitiv auch Schaden. Ja. Guck mal, wie gut man hier doch tatsächlich Dings einbauen kann. Verschiedene Techniken. Oh, jetzt haben wir eine verpasst bekommen. Ich hasse dich zu sehr, der ist auch lustig, ey. Jetzt haben wir jetzt schon 3000 Punkte. Das kriegen wir auch hin. Und
hier den nächsten. Haben wir auch. 16er Kombo, das war gut. Okay, den kriegen wir doch auch, oder? Jawohl. 6405. Was soll das denn? Das werden wir noch sehen. Denn wenigstens die eine Trophy. Jawohl. Eine haben wir. Komm, noch ein paar Punkte. Ich meine, die 20 werden wir nicht bekommen, aber trotzdem. Bisschen was können wir doch sicher noch rausholen. Steht noch auf, okay. Es müsste irgendwie noch einen Rennangriff geben, nach meiner Meinung. Das wäre noch ganz geil. Aber immerhin haben wir die eine Trophäe bekommen. Das ist schon mal was. So, aber können wir Ausrüstung schnell durchschalten irgendwie? Weil Ausrüstungsvarianz bringt ja auch noch irgendwie Punkte. Kompliziert, kompliziert. Haben wir hier noch was anderes freigeschaltet? 100 gegen 1, das machen wir nochmal. Da habe ich irgendwie gerade Bock drauf. Problem ist, da waren ja auch Leute mit Schilden und so einen ganzen Kram dabei, ne? Müssen wir irgendwie drüber hüpfen. 50.000 Punkte brauchen wir für die erste Trophy. Lauft, oder ich bringe euch Schmerzen. Steht da nicht nur rum? Das ist doch der Kesselraum, oder? Einen haben wir schon. Kommt schon. Egal. Unseren ersten Messerkerl dabei. 3, okay. Na komm. Den haben wir auch. Das war ja gut gemacht, ey. Wie hat er das denn gemacht, dass er den Messerheini dann auf die Fresse gegeben hat? Komm, den schalten wir aus. Euch. Oh je, yeah, jetzt haben wir mal einen Druck bekommen. Warum weicht der nicht aus? Irgendwie ist da von meinem Timing her alles noch total Banane.